Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Unity. Wir haben das letzte Mal zwei Aussichtspunkte geholt. Wir stellen uns gerade zu doof an, um eine Rosette zu holen. Beschützen wir eben ein paar Zivilisten. So, ja, Zivilisten beschützen und die Stadtwache ermorden. Das finde ich ein bisschen doof, dass die Stadtwache nicht anerkennt, dass ich denen helfe. Ah, nicht tapp, du Idiot. So, ja, ich charge. Ich charge hier mal meine Kanone. Ja, ra. Hör auf, mir ins Gesicht zu rauchen. Ja, Le Foot, genau. So, und wenn ich euch nochmal helfen soll, lernt endlich mal eine vernünftige Sprache. Okay, ich muss, um das Ding zu holen, hier drüben abspringen. What? Sei gegrüßt. Wie soll ich... What? Wie soll ich mir das Ding da holen? Witzig. Alle! Aussichtspunkt. Danke. Ich werde mir jetzt nämlich erstmal den Punkt hier holen, bei dem ich gerade bin. Mein Questpunkt. So, zack. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel backt hier heute gerade ganz schön rum. Was willst du mit Frotte? Ich bin nicht Harvey, ich bin kein Frotte-Hase. Fun Fact, Harveys neue Augen ist komplett abgedreht. Aktuell läuft noch Paper Mario bis Anfang Mai. Also noch ein paar Wochen. Und Harveys neue Augen soll danach kommen und den Adventure-Platz einnehmen. Ist komplett abgedreht und schon zur Hälfte online bereitgestellt für einen Upload. Beziehungsweise für einen Release. Was muss ich machen? Einen Schmuggler ausspüren. Genau. No. Thank you.
Sollen die sich mal gegenseitig zerfleischen? Hallo. So. Finde ich schön, die werden dann vollkommen unzurechnungsfähig. So, Schnur, ja, mit der hätte ich jetzt auch deine Kollegen hier drosseln können, aber nee, mach mal nicht. Parfüm. Oh, ich habe Parfüm gefunden. Oh, lol, du bist ja hier. Habt ihr ihn? Ja, hier. Gute Arbeit. Keine Sorge, der Stein wird noch vor Monatsende sicher in Russland ankommen. Merci, mon ami. Schmugglergetranken, Gedankenübertragung beendet. Ja, ja, betet mich an, ihr Sklaven. Augskranz, Hobbens, La Patrie, Reconnaissante. Genau, Augs. Augskabel. Das sieht ein bisschen aus wie das Pantheon. Ich verfolge gerade mal auf der Karte mit, wann sich... Okay, hier auf der Höhe. Verändert sich der Wappenschild auf weiß. Das heißt, auf der Höhe hier oben müsste man den eventuell holen können. Na, was haben wir hier für Architekturstile? Hübsch gebaut. Ist das nicht das Ding, was ich mal in der Luft gejagt habe? Hä? Düdüm? Oh, düdüm. Was zum... So ein Trottel. Kannst du dich mal raushalten? Dass die es halt auch nicht lernen. Wer mich doof anmacht, kriegt eine Lanze in den Bauch. So einfach ist es. Ist doch nicht so schwer zu lernen, das Konzept, oder? Sag's mal selber in den Kommentaren. Weißt du, wenn ihr jemanden doof anpöbelt, würde es euch wundern, dann eine Lanze in den Bauch zu bekommen? Ich glaube nicht, oder? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ja, die sollen, die haben da... Hä? Aber das Problem ist, ich kann ja von vorne da nicht ranklettern. Muss da irgendwie anders ran, oder? Nicht da runter, Arno! Ey, no! Arno! Ah, da vorne ist der Wappenschild. Den hole ich mir. Ich schätze mal, hier muss ich später auch irgendwann noch was machen. Jetzt muss ich aber erstmal hier wieder rauskommen. Leider klettert Arno wie so ein Begaster hier einfach mal durch die ganze Halle, obwohl ich nur diesen verfickten Wappenschild wollte. Oh, hier drin ist auch so eine Rosette, oder? Ja, da vorne. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, die ist da vorne. Oh, vielleicht komme ich hier doch nach draußen. Das hässliche Mistding ist draußen.
Die Tür ist kein Ausgang. Ah, aber da sieht's aus, als käme ich raus. Nein, nach vorne, ich drücke nach vorne und ihr klettert nach hinten. Genau. Da komme ich auch nicht raus. Also soweit ich das sehe, ist nur dieses eine Gerüst hier der Weg nach draußen. Hier, wo die Leiter war. Das Problem ist, ich habe vergessen, wo das Gerüst mit der Leiter ist. Was ist das denn? Oh lol, da ist so eine Glyphe. Ha, witzig. Scheiße, wo waren die Leiter? Da. Genau, hier ist eine Leiter. Arno, kletter einfach mal rechts daran vorbei. Oh Gott, was ist das denn? Der sah ein bisschen übel aus. Ah, da ist die Rosette. Ich finde keinen Weg da hoch, ne? Ja, Gott sei Dank. Und jetzt halte ich bitte hier auch an der Kuppel fest. Okay, gut, brav. Ist das hier eine Kirche oder was ist das hier? Ah, da ist ein Kreuz drauf. Wird eine Kirche sein. Ach. Ich habe gestern mal mein Handy ein bisschen freigeräumt. Also internen Speicher freigeräumt, beziehungsweise erstmal externen Speicher. Die ganzen Fotos von vor 5 Jahren habe ich mal auf meinen PC gezogen. Und ich habe dann gestern eben Sachen vom internen Speicher auf den externen Speicher verschoben. Hauptsächlich Telegram. Beziehungsweise ich habe einen Telegram-Ordner verschoben. Und das Witzige ist, ich habe 168.000 Dateien verschoben. 168.000. Das ist so eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die kriege ich doch von hier aus nicht. Na, zum Glück hatten wir da oben einen Speicherpunkt. Ah, ich muss von der Mitte... Okay, ich hab eine Idee, wie ich mir das holen kann. Wo bin ich denn? Da. Ja, Schnellreise. Ja, 168.000 Dateien. Alle mal auf die externe Speicherkarte verschoben. Ist eine schöne Zahl, oder? Ja, ist doch herrlich. Ach ja. Das Gebäude hier ist ganz schön. Ah, Leute, die Rosette habe ich bekommen. Easy. Nee, Ach, meine Mission hatte ich erledigt. Ach Gott, weil ich im Konflikt bin, kann ich gerade keine Schnellreise machen, genau. Da ist eine Assassin-Mission. Lol, weil ich im Konflikt war, konnte ich auch die Rosette nicht sammeln, oder was? Oh, hier ist ein Aufzug. Naja, ist egal. Ja,
Ja, dann müsst ihr halt sterben. Zack, da haben wir's. Sehr schön. Ohne seine Ruhe zu stören. Den Verbündeten verteidigen. Was ist das diesmal? Wie desinteressiert die Leute auch klingen, wenn ich die aus dem Weg remple. Oh, was ist es diesmal? Das war jetzt ein bisschen billig. Aber gut. Das sind ja die meisten von diesen Verteidigungsmissionen. Also, wem danke ich für diesen kleinen Dienst am Volk? Mir? Maybe. So, was haben wir hier für eine Mission? Ich wurde ausgeraubt. Ausgeraubt, sag ich euch. Das ist Irrsinn. Ja. So. Und da vorne ist noch ein Verbrecher, den ich töten muss. Ich wurde ausgeraubt. Super, weil mir die Leute durch die Sicht gerannt sind. Ausgeraubt, sag ich euch. Das ist Irrsinn. Konnte ich die Wache nicht angreifen. Dadurch hat er mich getroffen. Die Blendgranaten haben auch effektiv nichts für das Kampfsystem drauf. Also, die behindern mich in keiner Weise. Oh, schön, wie hier das Spiel rumbackt. Das kann nicht wahr sein! Weil das Spiel an der Stelle so rumbackt, kann ich nicht kämpfen. Was ist das denn? Ich wurde ausgeraubt. Der Schneider weigert sich, den Mantel zu liefern, den ich für Louis-Antoine de Saint-Just bestellte. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Ich werde mit ihm sprechen. Entweder wohl sein. Einen Schneider finden. Ich würde dir die Scheiße aus dem Leib bringen. Dich ausgemäßigter Bastard. Dummes Arschloch. Ja, du blöde Kuh. Hey, wir haben 27.000, das ist schon mal echt gut. Und wir haben Eier. Medizin, Medizin, ich brauche keine Medizin, ich brauche Munition. Das ist die andere Richtung. Habt ihr das gesehen? Er kam einfach rein und...
Ja, den nehmen wir dann auch nochmal mit. Und wenn du mich doof anpimmelst, schieße ich deinem Kollegen ins Gesicht. So einfach kann's gehen. Weißt du, ich will das nicht. Ich will die Leute nicht umbringen. Wenn die mir auf den Sack gehen, schieße ich denen in den Sack. Oder in die Fresse. Den Sack schlitze ich denen auf. Jawohl, was ist denn hier hinten los? So, zack. Und mit diesem Bild bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.